Guten Tag, Freunde. Lange nichts gesehen. Ich war 10 Monate nicht in Spanien. Und wie ihr jetzt hier hinter mir seht, sind die Angeln ausgebracht. Und jetzt haben wir 3 Wochen zum Angeln. Und da bin ich absolut sicher, dass da richtig was gehen wird. Und da werdet ihr jetzt sicherlich 1-2 schöne Videos zu kriegen. Also wünsche uns viel Glück. Und wir geben hier mal unser Bestes für den ersten Tag. So wie das sein muss, natürlich nur mit 4 Stunden Schlaf, direkt nach der Autofahrt. Qualo-Trolling, wie man es kennt. Da macht er sich gemütlich. Hennes hat 3 Punkte geholt. Gestern hat er sich auch mal ausgeruht. Hennes, das war ja wieder eine schöne Scheiße, aber 3 Punkte. Wir angeln hier schön lang und es beißt absolut nichts. Und auf dem Echolot ist auch nichts. Guten Morgen, Leute. Jetzt hatte ich für euch schon so eine schöne Startsequenz eingesprochen. Dann haben wir erstmal 2 Tage komplett geschneidert. Aber so ist das, wenn man auf Palo geht. Jetzt gehen wir auf Lentex, wie ihr wahrscheinlich hinter mir und an mir seht. Es ist sehr schaukelig. Aber das kann gut sein. Ich werde jetzt mal montieren und dann hoffentlich fangen wir was. Dann Alpha 33 auf den eisenhaltigen. Das sah nicht so aus. Ich glaube nicht. Das wird schon was sein. Das wird ein schöner, fetter Kuder sein. So wie es sich jetzt macht, ist es ein schöner Kuder. Die Kuders, die kann man immer, wenn man die am Anfang kämpfen, die ein bisschen, wenn man die einmal umgedreht hat, haben die kaum noch Widerstand im Wasser, weil die einfach so stromlinienförmig sind. Jetzt kommt er. Das ist ein schöner, großer. Eine schöne Spaghetti. Oh, der ist schwer. Geil. Wunderbar. Schön auf Totenköderfisch. Können wir das Bierchen aufmachen? Willst du präsentieren? Da ist er, der Kuder. Kurz nach Sonnenaufgang. Ralf hat Mühe, ihn zu bändigen. Deshalb mördern wir den jetzt mal erstmal ab. Sehr gut. Ein herrliches Geräusch. Prost. Morgens nach dem Fisch schmeckt das Bier immer noch am besten. Schlecht ist er nicht. Ist schön rund. Guck mal, ob ich das hier rauskriege.
Ausfahrt. Ich versuche gerade noch einen Fisch ans Laufen zu bringen. Wir trollen hier mit einem richtig fetten Barracuda. Zeigt er uns nicht. Und jetzt hoffen wir mal, dass endlich was geht. Das ist jetzt hier bisher tatsächlich für die Zeit wirklich grottenschlecht. Total ungewöhnliches Wetter auch. 10 Grad wärmer als normal im Schnitt. Also es ist eigentlich noch gar nicht so richtig Herbst, sondern noch mehr Sommer. Ja, wünscht uns Glück, dass es was gibt. Ralf hat ihn. Kleine Palo. Sieht gar nicht so schlecht aus. Ah, schöne Palo hat gebissen. Ralf holt jetzt ran. Wir haben sie schon gesehen. Wenn du nach vorne kommen willst. Die hat dreimal gebissen. Die ist nicht so schlecht. Die ist nicht so schlecht. Jawohl! Endlich die Palo! Dreimal hat die gewesen, ich kann das kaum glauben, ey. Ist nicht so schlecht. Jawohl! Sehr gut gemacht, Hennes. Hat Rally doch schon eine Ecke abgeknebelt. Hier, wo ich gesagt habe, wo wir noch nie ein Biss gekriegt haben. Hat ganz schön viel Mühe gekostet. Wir dachten schon, das passiert nicht mehr. Da stehen schon wieder tagelanges Trollen hinter. Und es ist jetzt ja wirklich kein Riesenfisch, aber ein schöner Fisch. Und den werden wir auch mitnehmen und deshalb werde ich den jetzt mal abmördern. Oh, da läuten für uns sogar die Glocken. Prost, Leute! Das war eine anstrengende Geschichte. Endlich haben wir. Aber die Palo ist an Bord. Glück, Glück, Glück. Ja. Und das Dollste ist, wir haben hier gerade im Wasser nochmal einen richtigen Schwarm gesehen. Da sind wir natürlich jetzt ziemlich scharf drauf. Zwar den nochmal kreuzen. Hat ihn an der Oberfläche gesehen. Boah, hat er den zerfetzt.
verloren? Stahl geknackt. Er hat den Stahl durch. Ja, gut. Schade. Naja, das gehört auch dazu. Stahl durch. Zeig ich mal den Köderfisch. Hier auf dem Barracuda. Scheiße. Ah, ich sehe sie blitzen. Ich habe sie schon einmal gesehen, den Kopf ist eine Palo. Mhm. Yes! Komm hier. Ach ja, hast du richtig gut gemacht. Noch ein bisschen mehr. Da ist noch eine zweite. Yes! Die ist schön groß. Auf den Langstreckenhorn. Oh, die ist ein bisschen größer noch, ne? Die ist höher zumindest. Die ist groß. It's Palo time! Da ist er, der Prachtbursche. Schöne Schleimpalo. Herrlich. Richtig geil. Zwei Palos an einem Tag, das gab's ja schon seit 100 Jahren nicht mehr. Super. Hast du gut gemacht, Dario. Das entlohnt für vieles. Ja, man muss 2-3 Tage investieren, bis man sie gefunden hat. Auf einen Köderfisch, den wir schon wirklich 100 Jahre lang schleppen. Wahnsinn. Hennes, auch wenn es mal länger nicht gut läuft, immer dranbleiben. Oh, 50 nackig. So, wir beschließen den Tag. Haben schon abgebaut. Hammertag. Wir haben auch genug gefangen. Muss ja auch noch was für die anderen bleiben. So mag man das hier, Doppelflosse. Tipptopp.